Sie baut eine Singularität auf, nämlich... Oh! Na? Alles klar? Sie sieht so ein bisschen... Oh, fuck, ich bin gestorben, hey! Terminator! Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum zweiten Bomben in Garry's Mod Video. Hier ist unser König, unser, ich sag jetzt einfach mal, Bürgermeister der Stadt, die wir... dem Erdboden gleich machen werden. Ich führe euch einfach mal rum, okay? Also, wir haben hier wieder diese, unsere Türmchen, die praktisch anzeigen, wie stark die Bomben sind. Ja, hier außen steht ganz viel Zeug rum. Hier wohnt eine kleine Familie. Sie sind tatsächlich eher klein, ja? Man sieht die Familie nicht, die sind so klein, das ist unglaublich. Oh, ich habe was umgeworfen. Das ist natürlich nicht gut für den Test, aber okay. Ja, wie gesagt, das ist der... Oh, Moment mal! Okay, gut! Ja, das ist ein kleines Puppenhaus. Hier ist nochmal eine Toilette. Hallo? Eigentlich geht die auf. Aber heute ist wohl Tag der geschlossenen Tür. Da, guck mal, wer da hockt auf dem Klo, wer ausbrechen will. Der weiß, was gleich passiert. Der ist von der Security. Wir werden jetzt einfach wieder diverse Bomben testen. Es wurde mir von euch geraten oder gesagt, ey, Alter, machen wir die neuen Garry's Bombs. Der fünfte Teil der Garry's Bombs wäre am Start. Ich will euch jetzt heute speziell diese Special Bombs zeigen. Ich finde sie doch sehr interessant, ja? Also, wir haben unsere zwei Testsubjekte hier, die gerade noch Spaß haben. Wir testen jetzt zuallererst mal... die Flash. Eine heimtückische Bombe. Wir haben hier natürlich wieder unsere Kamera angebracht, die direkt hier eben auf diese zwei doch noch fröhlichen Menschen filmt, ja. Und wir testen, wie gesagt, erstmal die Flash. Ich nehme an, sie ist jetzt nicht so der, der Bringer, aber wir wollen gleich anfangen. So. Enorm. Habt ihr es gesehen? Diese ultra krasse Explosion. Wir gehen direkt zur nächsten Waffe und zwar kommen wir jetzt zur Anti-Gravity Bomb. Die werde ich aktivieren hier. Dann werde ich sie nach oben ziehen. Wir haben ja nämlich noch eine totale, also eine Totalansicht. Und ich werde dieses kleine Bömmchen jetzt einfach mal auf den Schreibtisch fallen lassen. Wir schauen, was passiert. Und da kommt sie. Sie sieht so ein bisschen... Oh, fuck, ich bin gestorben, hey! Guck mal, wie jetzt alles so im Nachhinein... Diese roten Teile da, die halten schon einiges aus. Guck mal, wie sie dann noch so zaghaft aufeinander stehen. Aber dann, oh, da haut sie es auseinander. Krass. Was? Oh, die Kamera. Ich wollte gerade sagen, was sagt die Kamera? Aber sie ist auch davon geflogen. Okay. Und was macht unser Pärchen? Na, also diese Schmutzfinke. Guck mal, wie er guckt. Der andere, der auf dem Klo saß. Er hat einfach überlebt. Wir nutzen nun diese Attraction Bomb. Ja, wir werden sie ganz genüsslich von oben... auf unsere Testperson herabfallen lassen. Ich habe der Bombe noch einen kleinen roten Schleier verpasst. Also ihr seht gleich, wenn sie runterkommt, ihr seht sie, ihr könnt sie erkennen. Los geht's. Und da kommt sie runter. Was passiert? Oh, mein PC stirbt. Wow, shit, das ist alles ineinander gerutscht. Kein Wunder, dass ich nur 3 FPS habe. Gut, komme ich aus dieser Sicht? Ja. Okay, oh shit, wie das hier stackt, Leute. Also die war schon echt crank. Die Bombe war jetzt so ein bisschen, schon fies. Was ganz spannend ist, eine dunkle Materiebombe. Schaut mal, sie sieht eigentlich ziemlich lässig aus, wie eine Kaffeekanne. Aber wartet ab. Mr. Mayor, ich hoffe, Sie sind so frei. Ich bin einfach mal so frei. Und lass diese Scheiße auf Sie fallen. Und da geht es los. Ich bin gespannt. Okay. Wow, 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 wow. Wow. Wie alles reingezogen wird. Und es verschwindet direkt, kein Leck für uns. Was mit den... Oh, shit! Die Fässer, wie sie einfach dastehen. Oh, nein! Oh, ich wurde auch reingezogen. Aber ich habe gerade noch so überlebt. Unser Pärchen ist weg. Unsere Familie ist noch da. Und der Kerl vom Klo ist auch noch da. Ich fasse das nicht. Leute, wir können hier drin wohnen. Nun haben wir hier eine EMP-Bombe. Mit der haben wir was ganz Besonderes vor. Wir schießen sie einfach in diese ganze Schose rein. Seid ihr bereit, Kinderlein? Los geht's. Oh! Wow, jetzt müssten alle Geräte kaputt sein. War eigentlich vorauszusehen. Guck mal hier, der Code-Mann hockt immer noch auf dem Klo. Und der Zugang ist kaputt. Alles klar. Eine endothermische Bombe. Here we go. Wie sie voll ins Haus gefahren ist. Okay. Als nächstes haben wir hier diese Fusion-Bombe. Wir schauen uns einfach mal an, was diese Fusion-Bombe so alles anrichtet. Ich gehe mal ein Stück weiter weg. Die ist ziemlich fett. Los geht's. Also die Druckwelle war eher lächerlich, aber sie hat immerhin, das ist die erste Bombe, die alles weggehauen hat, also alles umgehauen. Als nächstes haben wir hier die Hypersonic Bomb. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich ist sie laut. Wir gucken mal. What? Alter Verwalter! Okay, die war echt krass. Sie hat einfach alles hochgehoben, alles. Alles! Ob die rote Materiebombe diese Supersonic-Bombe schlagen kann, ich bezweifle es. Los geht's! Oh, sie... Oh, shit. Okay, sie hat das Testgelände gar nicht richtig getroffen. Okay, die Tür hat sie schon eingerissen. Nein! Nein, sie zieht mich rein! Oh, fuck!
guckt euch das an. Man kann gar nicht richtig reingucken. Nein, die zieht mich jedes Mal hin, obwohl ich im Noclip bin. Nein, 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 nein. Shit. Die zieht mich sogar durchs Haus. Also überlebt haben ein paar Fässer und dieses Stück Haus. Es ist sogar noch bewohnbar. Also scheinbar verschluckt die auch. Ah ne, da unten sind noch ein paar Fässer. Die Fässer sind hartnäckig. Die sind hartnäckiger wie diese riesigen Teile. Krass. Als nächstes haben wir die Supersonic-Bombe am Start. Vorhin war es die Hypersonic, jetzt haben wir die Supersonic. Here we go. Wow. Alles klar, geil. Die haut einmal alles hoch. Und dann bröckelt es einfach wieder runter. Schaut, guck mal, das Puppenhaus. Ist das jetzt so eine Rutschanimation oder was? Wow, 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 da ist ja richtig Dampf dahinter, wenn die da... Krass, das erschlägt mich ja fast. Drei Stück haben wir noch, wir haben hier die Singularitätsbombe. Von hinten durchsichtig, ist schon mal, auf jeden Fall, muss echt ein hartes Ding sein. Ich bin gespannt. Ich gehe wieder zurück auf Sicherheitsabstand und los geht's. Okay. Sie baut eine Singularität auf, nämlich... Du Scheiße! Ist das geil! Guckt euch das an, die ganzen Sachen, wie sie rumfliegen! Oh Gott, gleich kollabiert sie. Boah! Oh, ich bin gestorben! Oh, jetzt zieht sie alles zusammen am Schluss. Jetzt kommt noch der Photon-Torpedo dran. Den kann man richtig schießen. Das ist echt eine coole Sache. Ne, das da hinten sind die Düsen und der fliegt dann voll da vorne drauf zu. Seid ihr bereit auf diesen Spaß? Photonentorpedo. Star Trek lässt grüßen. Los geht's! Ja, na gut. Also eine der wenigen Waffen, die auch diese verschissenen Fässer umgehauen hat. Aber, naja, ich weiß jetzt auch. Scheiße. Guck mal er, hilf mir bitte, mein Stuhl. Guck mal, wie er krepelt, guck mal, wie er krepelt. Terminate. Und sie ist einfach untergechillt. Hi. Na, alles klar? Und zu guter Letzt kommen wir zur Space Nuke. Klein, aber fein, will ich mal so sagen. Ich denke, dass das wahrscheinlich die stärkste ist. Ich hab's nicht die Kamera, wie sie da steht. Moment, wir machen die Kamera hier dran, okay? Wartet. Okay, wir können gleich mit der Rakete mitfahren. Ich ziehe sie noch ein bisschen weg, dass wir so einen schönen Fahrtweg haben. Und... Start! Ah, wir treffen! Wow! Naja, also das war jetzt eher ein Furz wie alles andere. Ich meine, gut, hab ich gesagt? Sie hat immerhin alles umgehauen. Okay, okay, gut. Also ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, dass das kein würdiges Ende war. Deswegen habe ich Folgendes vorbereitet. Aha. Aha, aha. Ich weiß, es sieht nach ziemlich kleinen Furzbomben aus, aber ich finde, das sind mit die geilsten, schönsten und fettesten Bomben, die es hier bei Garry's Mod gibt. Ich habe euch letztes Mal schon gezeigt, diese Thermobar-Dingens-Geschichten. Passt mal auf. Viel Spaß mit diesem Finale. Ja! Holla die Waldfee! Ist das was oder ist das was? Guck mal hier, alle sind hinfort. Hier hinten sammelt sich alles. Falls ihr die Vorstellungsrunde der letzten Bomben sehen wollt, die ist hier verlinkt. Da stelle ich unter anderem eben die ganzen Medium-Bombs, alle Light-Bombs, alle Medium-Bombs und alle Heavy-Bombs vor. Und ich habe auch ein paar... Ich glaube, ich habe ein paar Minen gezeigt und auch alle Raketen. Ja, ich habe jetzt nicht großartig viel Neues gefunden. Also ihr habt mir gesagt, oh, G-Bombs 5 musst du dir anschauen, da ist ganz viel Neues. Aber irgendwie ist ja... Also ich... Entweder habe ich das falsche Pack runtergeladen, aber so wurde es mir gesagt, das soll ich nehmen. Ja, es ist jetzt nicht so viel geiler Scheiß dabei gewesen. Falls ihr Vorschläge habt, was ich dann auch so vorstellen könnte, sollte, wollte oder müsste, schreibt es mir einfach hier in die Kommentare. Lasst ein Däumchen nach oben da, denn ich werde jetzt mit dieser Rakete in den Sonnenuntergang fliegen. Los geht's. Oh yeah! Komm schon! Wow!